grundsätzlich war es im Endeffekt eine verdiente Niederlage, muss man sogar auch eingestehen. Ja, es ist schade, dass wir im Leistungsvergleich da nicht unser bestes Personal heute aufbieten konnten. Freitag hatten wir noch einen schweren Unglücksfall, sende ich schöne Grüße, Verdacht auf Nierenriss, ist hier hingefallen, ein sehr wichtiger Spieler und mit dem Notarzt abtransportiert worden. Dann auch noch mehrere kurzfristig erkrankte Spieler, aber nichtsdestotrotz sind die anderen Spieler, die natürlich auf dem Platz stehen, dann auch gefragt, ihre Leistung abzurufen. Ich möchte jetzt keine Fernsehsprüche liefern, aber ich glaube, dass vor dem 0-1 bei dem Konter haben wir die Chance, das 1-0 frei vom Tor zu erzielen. Und in der Situation, in der du nur 13 Feldspieler zur Verfügung hast, wenn du da dann natürlich das Tor vielleicht auch schießt, man weiß dann nie, wie es wirklich ist, auch wenn es ein 3-Euro-Spruch ist, ja, dann, und genau in diesem Gegenzug nach dem Eckball, den wir dann aus dieser Chance zugesprochen bekommen, fällt eben das 0-1. Ja, wie gesagt, das war das erste Rückrundenspiel für uns. Wir sind nicht so gut ins Spiel reingekommen. Ich denke, Euskirchen hatte gerade zum Beginn die Chance auch auf den Führungstreffer, haben dann die ersten zwei Chancen eiskalt genutzt und dann waren wir eigentlich sehr, sehr gut im Spiel. Das heißt, ich glaube, dass heute unsere Effektivität nach vorne hin mit entscheidend war, auch wenn wir gerade in der zweiten Halbzeit vielleicht den Sack noch etwas früher zu hätten machen können. Auch wieder so ein bisschen dem geschuldet, wenn du permanent die Viererkette umstellen musst. Wir hatten eigentlich eine gute Vorbereitung. Ne? Wir hatten eine gute Vorbereitung, wir hatten alle Spieler, fast alle immer da. Und es ist leider jetzt die Grippewelle und auch Verletztenwelle so in den letzten 10 Tagen über uns hereingebrochen, dass wir im Prinzip in den Spielen in der Vorbereitung jedes Mal mit ganz anderen Aufstellungen gespielt haben als heute. Ja, aber da waren wir nicht so präsent, auch dementsprechend vielleicht in den Zweikämpfen. Das muss man auch sagen, bei den 2 Toren müssen wir zwei Zweikämpfe bestreiten, die wir für uns entscheiden müssen, und dann fallen beide Tore auch nicht, die werden durch individuelle Fehler einfach eingeleitet und dann wird es einfach schwer, weil man sagen muss, dass Walheim einfach auch eine sehr gute Offensive hat. Klar, absolut, was Besonderes immer gegen den alten Verein zu spielen, für mich ja, was ganz, ganz Besonderes, wie gesagt, weil ich nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer hier war. Und wir haben im Hinspiel mit dem 5-1, haben die Jungs mir schon Riesengefallen getan und jetzt natürlich im Rückspiel nochmal das Ganze bestätigt. Das heißt, super, super Leistung von den Jungs. Also von daher mache ich nicht zwingend meinen Spielern einen Vorwurf, das muss man dann eben dementsprechend einordnen können in der Situation, in der wir stehen. Und ja, hoffen, dass unsere Kranken und Verletzten wieder zurückkommen. Und ja, sie haben sich nachher noch gut verkauft, fand ich. Ja, sie haben weitergespielt, das Tor auch noch erzielt und sich nicht aufgegeben, weil das ist etwas, was ich dann auch charakterlich ihnen hoch anrechne.